Oh, da steht noch einer. Ah, diese Typen nicht. Diese Typen immer. Frage ist ja jetzt nur, wo läuft er hin? Der kann ja auch wesentlich mehr. Der hält ja auch wesentlich mehr ab. Ja, oder aus. Ich hoffe, der steht da jetzt erstmal nur. Der steht da. Der guckt sich die Skyline an. Das ist okay. Guck dir die Skyline an. Genau, Sniper Yonderbox, ganz genau. Cardboardbox. Die Frage ist, ist er jetzt hier in diesem Haus? Hallo? About time you showed up. Iron and copper. The statue is copper on an iron frame, right? Passwords enough, pal. Don't think you know something about the lady I don't. My dad did tours out here. I heard that you can get me inside. Depends. You get your man out, take back the statue, whatever. But I know the commander and I don't want to see him get hurt. Here's a picture so you don't make a mistake. Wir haben ein Bild bekommen. I can't promise. In the line of duty I may have to use force. Buddy, I don't know. The commander's not much of a soldier. He'll surrender right away. I don't see anyone waving a white flag. He's my main contact at the NSF. I need him alive and out on bail, or I don't have much of a business. You can forget the key. We have an emergency here. A terrorist offensive on UN-protected territory. Do you work for UNATCO or not? There's more than one way into the statue. You want to kill rebels, you're on your own. Eh, you should sneak in from the back. Less chance of a shootout that way. Okay, durch den Hintereingang. Feuerlöscher? Was soll ich mit dem Feuerlöscher? Meine Aufgabe ist es nicht, alles zu töten, China. Ja, das ist richtig. Aber es hieß, feuern Sie nach eigenem Ermessen, ne? Und habe ich gemacht. Können wir mit dir auch noch reden? You with Philbin? I get a cut for bringing him over. Tell me what you know about the NSF operation. I'm not that high level. The more elite troops, they're the ones that took over the ship and unloaded it into speedboats. I think we're supposed to be a diversion. A ship? That's all I know. The commander gave me a 10mm clip, a box of 30-06 ammo, and some crossbow darts, and said keep your head down. Like I'm gonna take on your NATCO troops. Want 'em? You can have the clip for 175, the 30-06 for 300, and the darts for 50. But if I was you, I'd avoid a head-on attack altogether and not even use the key Philbin got. I'd go in the statue from the back. Less security that way. Okay, sie verkauft mir jetzt Munition. Ich habe keine Ahnung. I'll give you 50 for the darts. The commander's the whole reason my neighborhood turned into a war zone. Somebody should stick him full of these things like a roast pig. Keine Ahnung, wie viel Geld ich jetzt hatte. Ich dachte, das wäre jetzt Munition für die für den Crossbow. Ich hoffe mal. You holding out for more money? What's the deal? Sorry, I'm not playing along this time. But that doesn't mean I'm in love with the NSF. I told him, you bring guns into the lady, you're just as bad as UNATCO. Don't forget, it was the NSF that C4'd the statue in the first place. UNATCO's here to put the pieces back together. Ask me, I think the government did it. They want people to think the NSF are terrorists. Die Crossbow-Munition heißt Tranquilizer Dart. Und ich habe jetzt irgendwas anderes, ne? Naja. Dart Rounds. Geht schon. Kann man machen. Speichern. Okay, wir müssen jetzt also in die Statue rein. Am besten durch den Hintereingang, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist...
Wo haben wir den Hintereingang? Ist das der, den wir eben gesehen haben, oder können wir hier noch hinten weiter? Ich glaube, ich gucke dann erstmal hier hinten weiter, ob man hier hineingehen kann. Das scheint mir eher der Hintereingang zu sein. Und das ist der Terroristenkommandant. Der muss, ja gut, entweder ausgeschaltet werden oder er soll sich ergeben. Und jetzt hat er gesehen, dass wir einen Toten haben. Okay, jetzt hat er den entdeckt. Oder er soll sich halt ergeben. Das heißt, entweder... das ist uncool gerade. Nein. Ganz bestimmt nicht. Hm? Wie, wo ist hinten Oswald? Was meinst du? Ding ist abgeschossen. Was weiß ich denn, wo hinten ist? Aber das mir sieht eher nach Vordereingang aus. Das sieht eher nach hinten aus. So. Deswegen gehen wir jetzt hier lang. Okay, erstmal normal. So, speichern wir nochmal ganz gut. Die hellen Kisten kann man aufbrechen, okay. Ich gebe mir Mühe. So, jetzt ist man hier wieder ein bisschen schleichen. Mal gucken, was hier so los ist. Da läuft auf jeden Fall wieder einer rum. Der kommt auch direkt auf uns zu. Perfekt. Wo willst du denn ganz hin? Und was ist das da hinten für ein Staubsaugerroboter? Jetzt komm doch nicht in meine Richtung. Verdammt. Wie kann ich den aufladen? Crouch. Center View. Ich glaube, mit Rechtsklick war das, ne? Na egal, wir können jetzt auf jeden Fall hier lang rutschen. So, jetzt kann ich die aufbrechen. Probieren wir doch mal. Und wir haben Munition. Sehr schön. Ach, das hier ist eine Ratte. Habst. Mach nicht so einen Lärm. Mach doch nicht so einen Lärm. So, kommt der hier gleich wieder? Ich hoffe nicht. Da hinten geht er lang, wenn er das ist. Was haben wir hier unten? Ist das vielleicht schon der Hintereingang? Oh. Kommst du jetzt, wieso gehst du jetzt hier lang? Ja, das sieht mir sehr nach Hintereingang aus hier. Oder nach Tiefgarage. Shit. Den muss ich erschießen. Oder? Besser ist es. Was haben wir hier? Hazmat Suit. Hey, schmeiß das doch nicht weg. Deinen Anzug. Achso, gegen Strahlung. Alles klar. Box must have been damaged in the raid. Don't cross through the arcs. I'm also picking up an EMP field here. If you're not careful, it'll suck away your bioelectrical energy. Okay, vielleicht können wir das ja dann aufbrechen. Bruder, ich habe in den Ruinen der Statue Selbstschussanlagen und Kameras installiert. Das ist nur eine Notlösung, aber da wir nicht lange hier sein werden, müsste es ausreichen. Der Login für den Sicherheitscomputer lautet SFS 001. Okay, muss ich mir mal eben aufschreiben. Also S
NSF001 und das Passwort ist Smash the State. Smash the State. Für das Sicherheitssystem. Mal gucken, was haben wir hier. Electronic Control Panel Bypass. Ein Tool. Kann ich das mit dem Ding machen? It's secure. Ich habe keine... Ein Tool. Ich habe kein Tool. Ich habe kein Tool. Ich habe hier 40. Soda. Medikits. Und anderes Zeug. Aber kein... Checks against full range of environmental hazards. Fire, Toxins, Electricity. Alles klar, dann müssen wir den benutzen. Speichern. Use. Oh, verdammt. Keine Multitools, das war das Problem. Jetzt habe ich aber welche. Sehr gut. Und wir haben das Passwort zumindest gefunden. Ich denke mal, dass wir die Multitools dafür dann ganz gut gebrauchen können. Dann hat sich das doch schon mal gelohnt. Wir können wissen also... Oh, hat mich das gerade verjagt. Wissen wir schon mal das Passwort für die Sicherheitssysteme? Ich erschritte, das ist nicht gut. Aber ich muss jetzt hier den Weg fortsetzen, ansonsten werde ich nur noch entdeckt. Schritte sind weg, alles klar. Da stehen zwei Typen rum. Irgendein komisches Geräusch. Was haben wir hier hinten? Man weiß es nicht so genau. So richtig hier auf dieses Podest hoch komme ich ja auch nicht, ne? Dann kommt in die Sicherheit, der Untergang ist nah. Zumindest nicht mein Untergang. Hier können wir ganz schön durchschleichen. Aber ich muss hier hinten irgendwie auf das Podest drauf kommen. Es wird sonst schwierig. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass ich hier gerade richtig bin. Aber gut, mal gucken. Wird schon. Irgendwo werden wir schon ankommen. Okay, gehen wir mal hier lang. Da hinten wird nämlich auch wieder fleißig patrouilliert. Da können wir auch jetzt normal kurz gehen. Hier kommt man vielleicht hoch. Ich weiß es nicht. Hier sind wir wieder am Anfang. Würde ich fast sagen. Müssen wir vielleicht doch unten rein. Da patrouilliert auch wieder einer. Da bin ich jetzt wirklich wieder einmal komplett rumgelaufen. Hallo Blackout Pit, einen schönen guten Abend. Ah, genau, hier. Oder ist das doch der Hintereingang?
Aber da macht mir die Kamera auch ein bisschen Sorgen. Und der Roboter. Ah, der kommt natürlich jetzt wieder genau hierher gefahren. Ist ja wieder klar. Geh weg. Kommt er jetzt hier hin? Nee. Ich riskiere es jetzt einfach mal hier lang zu gehen. Mal gucken, ob mit der Kamera was passiert. Müsste ja rein theoretisch. Oh, und der Sicherheitsroboter kommt ja auch gleich wieder. Ja. Die kann man aber auch nicht kaputt schießen. Ja, ja, ja. Okay, man muss erst ans Terminal ran. Ja, eine EMP-Granate wäre schön. Dem stimme ich zu. Ich glaube, ich habe keine, ne? Ich glaube, ich habe keine. Bioelectric Cell habe ich. Can be utilized by number of different devices. Das ist eine Waffenmodifikation. Ein erweitertes Magazin. Ah. Das ist ja schick. Machen wir einfach mal. Truhen davor stellen, ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Mal eben wieder orientieren, wo ich eben bin. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Hier waren wir ja relativ sicher. So, speichern nochmal. Das mit den Truhen ist echt eine gute Idee. Weil diesen Roboter kriege ich ja nicht raus, ausgeschaltet. Vielleicht dann auch, wenn ich die Sicherheitssysteme umgehe, beziehungsweise da weiß ich jetzt ja das Passwort für. Das ist ja ganz praktisch. Muss ich nur hoffen, dass wir den Roboter da jetzt ein bisschen... Da ist auf jeden Fall eine Kiste, die wir umstellen können. Ah ne, der macht ja die Bewegung hierher, genau. Ach, der fährt ja gar nicht ganz bis vor. Oder doch? Tarn dich als Baum. Wie soll ich mich hier als Baum tarnen? So, fährst du jetzt wieder zurück? Komm, fahr weg. Dann hätte ich vielleicht genug Zeit, wenn er jetzt nicht hier im Zickzack fahren würde. Da. Und jetzt. Was? Da erkennt ihr mich schon? Krass. Da erkennt ihr mich schon? Nur dann? Müssen wir das irgendwie anders machen. Einmal auf die andere Seite wahrscheinlich am besten. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht. Das ist gut. Er sieht mich nicht. So, der fährt jetzt aber hier so ein bisschen im Zickzack-Modus. Und wenn ich jetzt aber gleich an der Wand da lang gehe, dann müsste das ja eigentlich funktionieren, würde ich annehmen. Ich stelle mich nochmal eben hier hin und speichere nochmal. Das geht bestimmt gleich schief. Wieso fährst du jetzt da lang? Genau, fahr weg. Jetzt dürfte er aber nicht wiederkommen. Und hier müsste ich im toten Winkel der Kamera sein. Ui, 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 ui. Das kann ja was werden.
Username war NSF001 und das Passwort ist Smash the State. Login. Kamerastatus aus. Door Access unlocked. Door Status auf. Turret Status Enemies bypassed. Turret attacking enemies. Verstehe ich gerade nicht. Meine Enemies? Oder seine Gegner, ne? Okay, hier haben wir auch noch eine... Ach, die Kameras kann ich auch bewegen. Cool. Alles klar. Von meinem Standpunkt, okay. Dann natürlich so. Das macht dir vieles einfacher. Not safe for NSF. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht. Speichern. Okay, wir sind drin. Sehr schön. Da hinten ist ein Geldautomat, den kann ich auch hacken. Okay, und wir müssen jetzt finden den hier. Leo Gold. Colonel für Special Operations. Hell's Kitchen, aha. Sein Wohnort. Ah ja. Ja, den Bot bin ich los. Der ist hin. Die hier leider noch nicht. Aber die Kamera da oben, ist die jetzt auch aus? Die ist, leuchtet nämlich noch grün. Ah, die ist nicht aus. Das ist ja nochmal ein eigenes Ding. Schade. Da muss ich also aufpassen. Also geradeaus durchlaufen wird nicht funktionieren. Vielleicht besser hier die Treppe hoch. Guck nochmal ins Terminal. Oder muss ich die Kameras alle einzeln auswählen? Ah, okay. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Also nochmal. NFS001. Smash the State. Denied. Jetzt aber. Ich komme nicht mehr rein. Dann hacke ich das jetzt einfach. Mal gucken. So. Ah, alles klar. Aus. Und hier haben wir kein Signal. Wunderbar, danke für den Hinweis, China. Das hilft. Schleichmodus aktivieren. Und dann kann man jetzt ja vielleicht wirklich einmal geradeaus durchlatschen. Der Schießturm ist nämlich auch der, der gerade geschossen hat. Der Buchstabe, ein Buchstabewechsel. Na egal, jetzt haben wir es gehackt. Dafür haben wir es ja auch gelernt. Ne? Und die Musik wobbelt so schön. Kann ich hier nochmal vielleicht... Ein Lockpick, sehr gut. Nochmal speichern. Mal gucken, wo man hier hinkommt. Okay, da ist nochmal so ein Typ. Und eine Kiste. Okay. Immer ran da.
Weiß nicht, so teuer ist das Spiel ja auch nicht. Okay, der ist uncool. Jetzt müsste ich doch noch mal eben wissen, wie man nachlädt. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Okay, hat es aber, glaube ich, nachgeladen. Nochmal versuchen ja per Kopfschuss. Ja. Ich dachte, ich kann die mit einem Dart-Pfeil beladen hier. Oder muss ich es erst auswählen? Darts. Hatte ich nicht mehr Darts geholt? Sehe ich jetzt aber auch nicht in meiner Liste. Hm. Seltsam. Gut, dann gehen wir uns einfach noch. Did they find the shipment? Yeah, we got the... Who's there? I think the law's on us. They found us. Maybe we have a chance. Sehr gut. Munition wechseln. Ja, ich hab's ja eben probiert. Laut Menü ging das auf Semikolon, okay. Also nochmal den hier. Ach, einfach hier drauf drücken. Ja, ne? Ist ja auch irgendwie logisch. Nächster Versuch. I got this. Jetzt weicht er aus. Was hält er denn aus? Ja, tschüss. Ich speichere mal lieber noch nicht. Falls sie jetzt nämlich Nachschub, also Verstärkung holen. Oh, wir sind auch erst ganz unten hier im Level. Von der Statue. Aus dem unteren Level der Statue. Sehr gut. Ah, schön. Okay, also schießen bringt es auch nicht. Yeah, we got the whole supply. You can see the ship's lights crossing the bay. Okay, die sind jetzt aber natürlich scharf gestellt. Da nochmal eben probieren, die vielleicht zu entschärfen. Mit Rechtsklick ging das, ja? Genau. Und mitnehmen. Speichern. Aber ich weiß nicht, ob das hier uns irgendwie weiterbringt. Hier oben, da ist auf jeden Fall noch einer. Nehmen wir mal mit. Speichern. Schaden kann es ja nicht. Jetzt darf ich nur nicht den Leuten wieder in die Arme laufen. Okay, da steht der andere. Aha, ich habe da so eine ganz fiese. Okay, das hat mich mit in die Luft gejagt. Das hatte ich befürchtet. Das hatte ich befürchtet. Verdammt. Ja, das war wieder toll. Das heißt nur, dass es hier oben eigentlich auch nichts zu sehen gibt, ne? Dann geht man vielleicht doch besser wieder runter. Ist hier nur so eine Aussichtsplattform. Muss man doch da vorne weitergehen. War stylisch, ja. Hände hoch, ich ergebe mich, ja, genau. TNT. Okay, der kommt gleich wieder.
super. Das war irgendwie auch nicht so ganz wie gewünscht. Das könnte vielleicht funktionieren. Ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Genau, da die Treppe bin ich ja letztes Mal hoch. Es hat nicht so ganz funktioniert.